herzlich willkommen, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder einschaltet zu den Nachbarsbauern. Ein neuer LS und immer noch derselbe Nachbar. Derselbe Nachbar ist natürlich der wunderbare Gacki Spielt, der natürlich heute auch wieder mit von der Partie ist. Und ich glaube, er hat genauso viel Arbeit wie ich, denn ich habe gehört, dass er mir was übrig gelassen hat, das ich schon angenommen habe. Aber erstmal, hallo Gacki, wie hast du die Nacht verbracht? Hallo, mit Zuckerrüben fahren die ganze Zeit hier. Aber ich habe jetzt festgestellt, bei mir gerade, ich muss mich mal um so ein paar Produktionen kümmern. Es ist halt ein neuer Monat, neuer Morgen und dann ist immer Action hier angesagt. So, jetzt muss ich mal gucken. So, was brauche ich? Ist die Frage, welches ist das? Ich hoffe, dass das das Richtige ist. Ja. Dann machen wir uns auf den Weg, mal die Missionen abzuarbeiten. Ich habe den Voltec habe ich leer gemacht. Ich habe ein paar Paletten weggefahren, noch nicht so viele. Aber schauen wir mal. Dann müssen wir mal gucken. Gras ist ja heute noch nicht, also ist erste Erntestufe jetzt, glaube ich, ne? Müsste sein, ja. Das heißt, ich habe heute noch ein bisschen Zeit und muss heute nicht landen. Nicht gut. Kann ich nämlich meinen Düngersteuer mal ein bisschen durch die Kuh fahren. Ja, den werde ich nachher auch noch wählen. Ich mache das gleich. Weil ich habe meine Felder auch noch zu düngen. Sich das ein paar Euro extra in die Tasche stecken, da bin ich doch sofort dabei. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir denn die Wolle denn jetzt heute verkaufen oder morgen. Also da haben wir gerade schon ein bisschen diskutiert, weil das Tool sagte an, eigentlich morgen verkaufen. Morgen ist der nächste Preis. Ich hatte eben mal geguckt, also er ist so minimal im Mai noch höher, also diese Anzeige-Grafik. Ah, okay. Ja, dann. Es könnte sich, und also zumindest bei Stoff sind die Preise auch aktuell noch steigend. Mhm. Und ja. Dann wartet man da klar. Aber das Tool, das hat ja noch nie so wirklich 100% funktioniert. Ich meine, das war, die Preise waren auf Fallen gestanden und der Preis ist nach oben gegangen. Es ist halt so, naja. Vielleicht hat ja der aktuelle Patch da wieder Verbesserungen gebracht. Ja, aber Gacki, ich weiß, du findest diese Nachricht jetzt bestimmt erschütternd, aber der Weihnachtsmann, der existiert. Okay. Aber wieso? Hä? Wieso löst mein Bunker meine Ballen nicht auf? Hallo? Das weiß ich nicht. Das ist jetzt aber richtig schlecht. Achso, und weil wir ganz vor Bunker hatten, wir hatten es ja in der letzten Folge über Bunker und Verteilen und ob das alles funktioniert. Ja, es tut es. Ich war einfach nur zu dämlich. So? Ich meine, manchmal muss man halt einfach mal zugeben, dass man es einfach nicht gebacken kriegt. Aber zum Glück hat mir der Gacki wieder. Was würde ich nur ohne den Gacki tun, ne? Aber ich habe wirklich ein Problem. Ich schmeiß meine Ballen in die BGA rein, in den Bunker. Hm? Und die Ballen bleiben Ballen. Bunker voll? Nee, komplett leer. Deswegen will ich da ja reinschmeißen. Jetzt habe ich die Ballen schon aufgemacht. Die kannst du ja auch entpacken. Ja, aber ich weiß nicht, ob sie dann in den Ticker reinfliegen. Nee, du machst ja nur die Folie weg. Du tust ja nicht. Die werden nicht aufgelöst. Hä, was soll das jetzt? Vielleicht was Ticker drin, also dass irgendwas blockiert. Ich guck mal, Silage. Null. Güter fehlen. Ja, das weiß ich, dass da Güter fehlen. Mach mal starken Bauer an und tu mal alle Ballen ausschmeißen.
Versuchst sie dann wieder reinzuschmeißen. Vielleicht war unten einer drin, der irgendwie blockiert halt, ne? Also dass die oberen Ball nicht runterfallen kann, aber den unteren erkennt er irgendwie nicht, weil, keine Ahnung, der mitgeladen wurde oder so, keine Ahnung. Du weißt ja. Manchmal. Jetzt ist nichts mehr drin, Lager ist leer. Ich nehme jetzt nur mal einen, schmeiß den rein. Und nö. Der will einfach nicht. Was ist denn das jetzt? Sah an, ja, aber. Der muss nicht an sein. Das muss ja, das Auflösen, das geht ja so. Das ist jetzt schon wieder, ja, es ist Freitag. Es ist Freitag. Gut, dann holen wir erstmal Zuckerrüben. Ja, wenn du willst, kannst du dir von mir eine Fuhre holen und versuchen, mit dem Antenna abzuladen und dann schmeißt man halt ein paar Beine. Nee, das kann ich auch gleich anders mal testen. Achso, wenn du die Beine in den Anhänger schmeißt, ne? Nee, das geht ja auch nicht. Da werden sie auch nicht aufgelöst. Nee, ich gucke jetzt erstmal, was mit Zuckerrüben ist, ob die angenommen werden. Was, aber vielleicht existiert der Weihnachtsmann in der Fantasie bei Andi. Ja, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Ich liebe Technik, wenn sie nicht funktioniert. Vielleicht bin ich auch selbst der Weihnachtsmann. Wer weiß, wer weiß. Tja. So. Zack, da haben wir die erste Mission ja gleich schon wieder abgeschlossen hier. Geil. Da kommt Kohle an. Kohle, Kohle, Kohle. Könnte man das dann sonst mit einem Bunker um? Na, ich probiere gleich mal was. Was denn? Also wie gesagt, ich will erstmal kurz die Zuckerrüben reingucken, ob das geht. Und dann eventuell danach jetzt nochmal Dinge reinschmeißen. Also Zuckerrüben macht er auf jeden Fall. So, jetzt nehmen wir mal noch mal einen Ballen. Mal gucken. Silage gehört mir. Güter fehlen. So, jetzt machen wir mal so. Hier. Wir wollen Silage haben. Silage, wo habe ich hier Silage? Und zwar machen wir mal 100 Liter. So, ich habe mir jetzt einfach mal 100 Liter in meinen Anhänger gecheatet und lade die jetzt mal in den Bunker. So, da muss ich jetzt nur mich beeilen, weil wir jetzt, na klar. Wir klammern die halt die Zeit kurz runter. Nee, geht. Also er hat die 100 Liter, zeigt er auch an. Aber die Ballen sind halt nach wie vor. Ich nehme jetzt die Ballen einmal raus. Ballen mal konntest gucken, du auch reinwerfen. Also die 100 Liter konntest du reinwerfen. Ja, die sind auch da. Das hat alles funktioniert.
Gucken wir mal, was jetzt zum Stundenwechsel passiert. Mal was gucken. Da muss ich mal kurz hier in meine Logdatei reinschauen, ob da vielleicht irgendwas ist. Ja, wenn nicht, dann, wenn der Stundenwechsel ist, warte mal, ist mein Bunker, dann wird der leer. Ist auf jeden Fall nix. Mein Bunker wird leer. Dann kannst du ja quasi Silage rüberbringen und dann zu meinem Silo hin. Nein, das hat ja die ganze Zeit funktioniert. Also entweder ist da irgendwas mit dem Patch passiert auch. Aber dann müsste der ja irgendwie ein Ballentrigger-Problem haben. Ja, das ist das Einzige, was irgendwie Sinn macht. So, also er hat die Silage jetzt verbraucht. Will er nicht. Und wenn du die Ballen wieder einlagerst, mal frische auslagerst, ich weiß nicht, hast du die gerade schon ausgelagert gehabt oder waren die da gelegen? Ne, die hatte ich ausgelagert gehabt. Und ich nehme aus dem anderen Ballenlager welche. Ich habe ja den starken Bauern noch an, dann machen wir mal hier einfach mal einen raus. Mysteriös, das Ganze hier. Er zeigt ja auch an, dass der Ballen mir gehört, also kann also auch keine Farm-ID-Geschichte sein. So, jetzt gucken wir mal, was jetzt hier passiert. Ne, der liegt auch so drin. Ja, dann müssen wir eventuell nach der Folge mal den Server neu starten. Ja, ja. So muss ich dann mal gucken. Gut, zur Not gibt es auch eine andere Möglichkeit noch. Wobei haben wir ein... Ne, wir haben kein Multifruchtlager. Oder haben wir ein Multifruchtlager? Ich kann höchstens eins mal probieren. Ich teste mal noch mal was. Ich nehme jetzt einen Ballen und tu den mal in das unterirdische Ballenlager und dann wieder auslagern. Nicht, dass die anderen Lager da, diese Ballenlager, ein Problem haben. Aber dann dürfte er eigentlich nicht auslagern, oder? Das liegt an den Ballen. Da geht's jetzt, oder was? Nee, das unterirdische Ballenlager nimmt die Silageballen auch nicht an. Also entweder ist das der Mod mit der abgerundeten Kante von den Ballen. Das ist eigentlich so das Einzige, was mir einfallen würde. Aber hat das unterirdische Lager vorher schon mal Ballen angenommen? Ja klar, da habe ich doch früher die Silageballen umgepackt. Ah ja, stimmt. Ja gut, dann jetzt, könnte das jetzt, die abgerundeten Ballen, ja stimmt, das ist das Einzige. Jetzt, mit dem neuen Patch vermutlich. Jetzt probiere ich mal eins, den Ballen wieder in das originale Ballenlager zu packen. Da geht er rein. Okay. Ja, aber dann dürfte der da aber eigentlich auch nicht reingehen. Ne, eigentlich nicht. Oder es ist wirklich das Ballenlager, das irgendwie Probleme macht. Das ist eine 50-50-Chance, ne?
Wenn das Ballenlager weg ist, hast du halt ein Problem, ne? Ja, das Problem, ich dachte mir, die Möglichkeit, die ich eben sonst noch gedacht hätte, eben einen Mischwagen genommen und das Zeug einfach eben aufgelöst. Aber dann besteht na klar die Chance, dass die Ballen auch im Mischfutterwagen nicht aufgelöst werden können. Und das nächste Problem ist, wir haben halt kein Multifruchtlager, wo ich Silage so reinkippen könnte. Da müsste ich die wieder auf den Boden kippen und dann alles nicht so einfach. Ja, ich würde sagen, ich gucke danach mal ja. Oder auf GitHub. Ja. Ja. Oder du guckst, ob du vielleicht ein Förderband mal hin. Das wäre dann auch eine andere Variante, ja. Ja, aber ich gucke erstmal, der Modder ist eigentlich relativ fix. Dass das vielleicht, dass da schon Update gibt für. Das wäre natürlich wunderhübsch. So, reicht mir jetzt hier der Dünger für das Feld noch? Vermutlich. Weil von dem kommt nämlich auch zum Beispiel diese Easy Dev Control und da ging ja auch der starke Bauer nicht, da gab es gestern auch schon einen Fix dazu. Das ist wirklich fix dann. Ne? Deswegen muss man mal gucken. So, sagt jetzt eigentlich hier mein Verkaufen. Der sagt immer noch Was war denn hier? Mineraldünger. Es ist nichts grün. Wolle sagt der Mai. Alter Schwede, 330.000. Okay. So, das muss. Oh Gott. 34.000 Euro für Dünger. Ja, ich habe als ich geschrien habe, habe ich auch noch 20.000 für Gewächshaus 3. Gewächshaus 3. So, dann mal das Dünger ist der hintere. Ach, da steht. Quatsch. 1 Quatsch. Was macht man denn eigentlich mit dem ganzen Geld? Frag für einen Freund. Ja, jetzt habe ich wieder hier das tolle Ding. Wieso kann ich jetzt hier keinen Dünger abladen? Hat man das nicht eben gerade schon mal? Ja, aber bei mir war es die eigene Dummheit. Aber der Ticker ist irgendwie sauklein geworden. Also der war irgendwie größer. Der ist irgendwie geschrumpft. Also da musste man wieder genau reinfahren. Ja, vor allem, ich habe das sonst immer mit einem anderen Anhänger gemacht. Das ist vielleicht jetzt. Hätte ich vielleicht nicht mit dem Großen machen sollen. Ich finde das hier gerade nicht. Der ist ein bisschen weiter weg vom Gewächshaus, so vielleicht 1,5 Meter ungefähr. Dann halt irgendwie. Wenn du. Beim Ausgabeticker, wo die Früchte sind, da auf der Ecke ist Saatgut und auf der anderen Seite ist Dünger. Ja, ich weiß. Das ist. Komm. Soll ich dir mal zeichnen, wie das geht, Kaki? Nee, warte mal. Okay, Palette, da würde ich aber auch rennen. Nee, brauchst du mir nicht zeigen. Ich lade so einen Lot um auf einen anderen Anhänger. Mineraldünger. Gut, hat geklappt. Ja, hast du gemerkt, der Trick, der ist irgendwie geschrumpft, ne? Etwas, ja. Ja, wie gesagt, ich hab's halt normalerweise nicht mit dem Anhänger gemacht, sondern mit dem anderen. Ja. Den Rest laden wir jetzt erstmal hier rein. So, Gacki, tut mir leid, ich brauche ein bisschen Überlänge. Aber nicht viel. Oh, okay.
weil ich werde jetzt nochmal mit meinem Traktor mit voll Schmackes durch mein Geißeltor durchfahren. Das will ich noch kurz in die Folge mit aufnehmen. So, okay. Voll getankt, dann los. Oh Gott, da stehen wieder 5 Paletten. Hervorragend. So. Wir müssen gucken, dass wir rechtzeitig. Gott. Werden wir es schaffen? Und da hinten kommt der Fluss, ne? Hervorragend. Ohne anzudocken bin ich da durchgekommen. Ja? Ohne anzudocken. Haben wir das verstanden? Ja? Okay. Dann, lasst ein Däumchen da, wenn euch der Spaß gefallen hat. Und ansonsten morgen 12 Uhr. Kennt euch aus, ne? Bis dann. Tschüss. Ja, auch von mir. Tschüss. Ich muss jetzt gleich mal hier gucken, was hier mit den blöden Ballen ist. Vielleicht haben wir bis morgen eine Lösung. Also schaut rein. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.